Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zum Tag der offenen Stalltür, denn den werden wir uns jetzt mal zusammen gemeinsam ein bisschen anschauen und mal schauen, ob ich mit meinen Lipizzaner hier ein kleines bisschen was machen kann. Ich stehe schon hier beim Jorvik-Stall und die gute Johanna läuft hier schon direkt hinter mir entlang. Deswegen werden wir sie jetzt einfach mal anquatschen. Und Arbeitsmoral, das mag ich. Das erst einmal questen so ein bisschen. Ich bin echt super gespannt. Hallo Mandy. Gut, dass du gekommen bist. Wie du siehst, haben wir schon einige Besucher, aber es kommen noch mehr, viel mehr. Oh ja, es ist wirklich sehr, sehr voll hier, schon die ganzen Tage. Du hast wohl nichts verpasst, was? Wir haben diese Woche den Tag der offenen Tür. Oder besser, Woche der offenen Tür. Ich habe mir gedacht, es kommen jede Menge Leute von überall her, weil das ein sehr beliebtes Event ist. Genug geplaudert, möchtest du mir diese Woche helfen, wenn wir unser Event haben? Es gibt jede Menge zu tun, was bedeutet, dass ich den ganzen Tag beschäftigt bin. Es würde mir sehr helfen, wenn du mich unterstützen kannst. Dann bekomme ich vielleicht sogar etwas Schlaf. Sehr gut, Arbeitsmoral, das mag ich. Könntest du anfangen, den Hof hier zu dekorieren? Ich habe es noch nicht geschafft, alle Luftballons aufzuhängen. Super, hängen sie einfach hier rundherum auf. Das machen wir doch glatt und gerne. Ein paar Luftballons hängen. Oh, habe ich jetzt im Inventar oder sehe ich sie nur nicht? Moment, ich gehe einfach mal hin. Doch, ich muss sie hier im Inventar. Ach, da sind sie. Alles klar, noch ein paar mehr Luftballons kann natürlich nicht schaden, ganz, ganz wichtig. Luftballons so viel wie es geht, ansonsten wäre das Ganze ja voll langweilig ohne viele Luftballons. Wo haben wir denn noch welche? Warte, hier ist doch alles so ein bisschen aufgezeichnet auf der Karte, das ist sehr schön. Ich glaube, sonst hätte ich das jetzt gar nicht gesehen so richtig. Okay, hier noch ein, da drüben noch ein und auf der anderen Seite habe ich auch noch einen gesehen, den machen wir natürlich auch noch dahin. So, halt, wo war das? Ja, genau, hier neben dem Schild. Zack, und das hätten wir schon geschafft. Das ging jetzt sehr schnell. Und ich bin irgendwie total happy, dass ich meinen Lipizzaner mal wieder reiten kann. Weil den hatte ich jetzt schon so lange nicht mehr draußen. Und das Ganze mit einem neuen Set. Und obwohl es ein Hengst ist, finde ich, dass es ihnen sehr gut steht. Auch wenn es ein bisschen rosa ist, aber ja, da muss er durch. So, geschafft hätten wir es. So, so soll das aussehen. Oh Gott. Wieso sagt sie das denn? Gut gemacht. Alles klar, egal. Passt schon. Nun sieht es hier wirklich schön aus. Findest du nicht auch? Ich denke nicht, dass wir noch mehr dekorieren müssen. Das reicht. Unsere Besucher kommen schließlich nicht wegen eines geschmückten Stalls. Ach doch, vielleicht doch ein bisschen, oder? Das ist auch immer sehr schön. Okay, Mandy. Ich empfange hier gleich eine Anfängergruppe. Könntest du runter zur Weiterseite und unsere drei ruhigeren Pferde holen? Super. Ja genau, Mandy. Bevor du losreitest, nimm das mit. Das sind drei Tränzen, die du den Pferden anlegst, bevor du sie mit herbringst. Oh Gott, ich habe es heute nicht so mit Lesen irgendwie. Habe ich so das Gefühl, ich verlese mich andauernd. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Okay, hier bringt auch schon eine ihr Pferd her. Da glitzert es. Ah, das sind also die ruhigeren Pferde. Ich glaube, ich steige mal ab dazu. Ich weiß zwar nicht, ob das notwendig ist. Aber ich mach's einfach mal. Hallo, Fjordi. Oh, ich mag die grauen Fjordis total gern. Ich würde mir eigentlich auch noch selber gerne mal so ein graues kaufen. Find die nämlich wirklich sehr, sehr schön. Okay. Und, oh, ich könnte mir auch noch ein Easy kaufen. Also pferdetechnisch könnte ich mir momentan, glaube ich, fast jedes Pferd nochmal kaufen. Das sieht aber auch echt gut aus, ne? Das Geschirr an denen. Ich glaube nämlich, das Halfter habe ich auch irgendwo. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wo ist denn jetzt mein Pferd? Ach, hier steht mein Pferd. Gar nicht gesehen, weil der Friese gerade davor stand. Die Bella. Ich glaube, ich wink mal der Bella, weil ich glaube, Bella, kenne ich nicht Bella und die Leonie? Hm, gute Frage. Ich wink einfach mal. Winken ist immer gut und nett. Achso, ich muss die auch noch vorantreiben. Okay, kein Problem. Und hier steigen auch schon die Lipizzaner immer an der Seite. Das finde ich total, total süß irgendwie. Komm, weiter. Lauft weiter. Wir haben eine Anfängergruppe hier. Noch ein Stückchen bitte. Genau, hier entlang. Und der Easy bitte auch noch ein paar Schritte. Rauf zur Koppel. Du mal, so schön wie der Fjordi das macht. Fjordi immer ganz voran. Und genau. Pferde geholt. Ah, hier, guck mal, du fehlst noch. Du hast alle Pferde geholt. Sehr gut. Okay, Johanna steht nun dort.
So, wunderbar. Super, das sind die zwei absolut ruhigsten und liebsten Pferde, die wir hier haben. Ah, die liebsten Pferde. Für Anfänger nehme ich immer die ruhigen Pferde, damit sie gute Erinnerungen an den ersten Ausritt haben. Wir wollen schließlich, dass sie wieder zurückkommen. Unserem Stall geht es dank dieser Tage der offenen Tür so gut. Aber nun haben wir genug geplaudert. Zeit, weiterzuarbeiten. Ich meine dich, Mandy, du kannst keiner halben Sachen machen. Jetzt, wo du die Pferde geholt hast, müssen sie gestriegelt werden, bevor du sie satteln kannst und sie bereit für den Ausritt sind. Nimm die Striegelbürste und Hufkratzer und los geht's. Kein Problem. Ich glaube, da lasse ich mein Pferd direkt einfach mal hier stehen. Und laufe hinüber. Komme ich da durch den kleinen Zaun hier? Ja, komme ich. Wunderbar. Dann haben wir hier einmal... Warte. Hufkratzer. Okay, erst Hufkratzer. Dann erst so. Oh, guck mal. Fjordi gefällt das. Und dann, wo ist die Bürste? Da. Und einmal striegeln. Und schon blitzt und blinkt das Fjordi aus allen Poren. Oder aus allen... Ja, wie sagt man das denn bei denen? Ich habe keine Ahnung. aus allen Fellhaaren wahrscheinlich eher. So, und auch der hier wird noch einmal schnell zurechtgemacht. Striegeln und Hufkratzen. Und zack, hätten wir das auch erledigt. Wunderbar. Dann wieder zurück zu Johanna. Es geht los. Ich glaube, das letzte Mal, wo Tag der offenen Tür war, waren genau die gleichen Aufgaben. Zumindest bei denen jetzt hier. Sehr gut, gute Arbeit. Nun ist die Zeit, die Pferde zu satteln. Oh Gott, wie rede ich denn? Wie lese ich denn vor? 1, 2, 3. Das ist komisch. Aber Stein. Ich habe Stein gebeten, nachzusehen, dass wir genügend Sättel für einige Tage haben. Er hat versprochen, sich darum zu kümmern. Ich hoffe, er hat noch mehr Sättel bei sich, denn diese hier werden sicher nicht reichen. Ja genau, ein Teil der Sattel haben wir verliehen, aber sie sollten bereits zurück sein. Ich muss nochmals im Stall nachsehen, ob sie schon da sind. Könntest du mir helfen? Danke, sie sollten ein Karton sein. Vermutlich hat Stein sie im Empfang genommen und sie irgendwo hingestellt, wo sie nicht sein sollten. Okay, Pferdeausrüstung suchen. Alles klar, mit Pferd würde ich das machen. Weil ich glaube, vielleicht sammeln wir das dann auf dem Pferd ein. Gute Frage. Okay, wo steht denn hier? Ja, aber hier irgendwo... Ah, da glitzert es doch. Da glitzert es doch. Alles klar, ein Karton. Wenn da Sättel drin sind, heißt das. Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch viel zu einfach gewesen, wenn im ersten Karton schon die Sättel drin wären. Okay, gucken wir mal hier. Auch nichts Interessantes gefunden. Das ist ja blöd. Gucken wir nochmal hier. Das Pony hat hier auch gerade geschaut. Und ist gerade weggeploppt. Einfach so. Okay, dann haben wir noch irgendwo da hinten. Ah ja, da hinten sehe ich schon was am Stall. Es ist bestimmt natürlich wieder der letzte Karton. Wie sollte es auch sonst anders sein? Warum gucken wir nicht gleich beim letzten nach? Okay, der hier noch. Nichts Interessantes gefunden. Das gibt's ja gar nicht. Okay, und der letzte steht... Wo ist denn der letzte? Ach, da im Vorgarten. Alles klar. Hallo, Vorgartenkarton. Den nehmen wir dich nochmal. Zack, zack. Ja, da waren natürlich die Sättel drin. Das war ja super voraussehbar. Okay, Johanna. Da steht sie, die gute Johanna. Gut, dass du ihn gefunden hast, Mandy. Vielen Dank. Bitteschön. Wir haben immer noch zu wenig Sattel, aber ich hoffe, Stein hat den Rest bei sich. Um einige der Sättel müssen wir uns nämlich kümmern. Ein paar von ihnen müssten zum Sattelmacher geschickt werden. Aber wir haben auf alle Fälle genug Ausrüstung, dass du die Pferde für unsere Anfängergruppe satteln kannst. Kannst du diese drei Sättel nehmen und die Pferde satteln? Danke, ich habe so viel zu tun, dass ich es nicht schaffe. Ich stehe hier nämlich einfach nur rum und gucke einfach so umher, ob ihr auch alles richtig macht. Zumindest sieht das so aus. Okay, satteln wir die Pferde. Und dann kann es losgehen. Also zumindest für die Anfängergruppe kann es dann losgehen. Hier haben wir die Sättel. So, zack. Heißt es eigentlich Sattel oder Sättel? Das habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit gefragt, weil hier gerade immer die Mehrzahl von Sattel, Sattel ist und nicht Sättel. Kann natürlich sein, dass ich mich da jetzt irgendwie total täusche. Keine Ahnung, mir kam das super komisch vor. Irgendwie. Der Sattel, die Sattel. Ja gut, so
so falsch klingt es dann doch nicht, wenn man das so sagt. Der Sattel, die Sattel, die Sättel. Naja, vielleicht kann man ja beides sagen, keine Ahnung. ist alles klar mit den Pferden? Ja, natürlich. Denkt dran, die Sattel nicht allzu fest zu machen. Die Sattel nicht allzu... Ja, so klingt das schon richtig. Allzu fest zu machen, aber auch nicht zu locker. Gut, das sieht gut aus. Als ob du gute Arbeit geleistet hast. Ich muss Stein fragen, ob die restlichen Sattel schon vom Sattelmacher zurück sind. Oh Gott, ich hätte mal die ganzen Sattelwörter zählen sollen. Das ist ja unglaublich viel. Denn wir brauchen wirklich all die Pferdeausrüstung, die wir bekommen können. Es kommt jedes Jahr immer mehr und mehr Besucher, wegen der Sättel. Kannst du diese Wegweiser aufstellen, währenddessen ich mit Stein rede? Sie sind für unseren Wettbewerb, den wir für all die Reiter haben, die sich mal in einen Wettkampf probieren wollen. Natürlich mit Sattel. Danke, es sind insgesamt 9 Wegweiser, die aufgestellt werden müssen. Ich markiere die Stellen auf der Karte, damit du weißt, wo sie hingehören. Alles klar, vielen Dank für die Markierung. Dann können wir das ja noch machen. Okay, wo sind sie denn? Okay, Inventar aufrufen. Ah, die Wegweiser habe ich schon mal gesehen. Ah, doch, ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Oder vorletztes Jahr, besser gesagt. Okay, da unten. Sogar 2. Zack. Nummer 1. Nummer 2. Ich glaube, da müssen wir einfach einmal drum rumreiten, oder? Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Okay, hier ist noch 1. Ah, hier ist so ein schöner Picknickplatz, ne? Sieht so super gemütlich aus irgendwie. Also den muss ich auch unbedingt nochmal besuchen. Vielleicht Sonntag im Stream. Vielleicht können wir das... Oh ja, eine gute Idee. Sonntag im Stream könnte man das glatt machen. Warte mal. Ist hier nicht noch einer? Ah nee, das ist der. Das ist der nächste hier, der angezeigt wird. Okay, nächster Hinweis. Aufgestellt. Doch, da unten habe ich noch einen vergessen. Irgendwo habe ich da unten einen vergessen. Warte mal. Oder beim Stall? Ich glaube, beim Stall habe ich noch einen vergessen. Okay, nochmal kurz zurück. Nee, warte mal. Nee, hier nicht. Ja, gute Frage. Wo habe ich den denn vergessen? Kann ich da so durchlaufen? Ja, durchlaufen kann ich schon mal. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ach, bestimmt da oben beim Championatplatz. Aber was, welcher ist der? Ach, da komme ich noch hin. Oh Gott, eine Runde umsonst gelaufen, weil ich so gar keine Orientierung habe heute. Okay, stellen wir erstmal den auf. Und ich folge einfach mal den... Ja, ich folge einfach mal den Hinweisschildern. Da hinten ist noch eins. Sehen auf der Karte irgendwie alle ein bisschen unkoordiniert aus. Aber das kann einfach nur täuschen. Vielleicht ist es wirklich einfach nur die Karte, die so aussieht. Ist ja jetzt nur noch das und dann noch das letzte. Also dürfte es jetzt nicht mal allzu schwierig sein. Ja, da kommen wir direkt auf das letzte drauf zu. Theoretisch. Ob es wirklich so ist, das sehen wir gleich. Wenn wir eventuell mal ankommen. Wo ist es denn? Ach da, okay. Das war der letzte, der mich jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen irritiert hat. Der zeigt direkt zum Jovik-Stall. Ja, und da müssen wir natürlich wieder hin, um bei Johanna die Quest abzuschließen. Dann machen wir das doch einfach mal. Sehr schön, sehr schön. Hätten wir das auch geschafft? Die ist schon recht lang, die Quest eigentlich, ne? Okay. Bist du fertig? Ist alles gut gegangen? Super! Ja, alles wunderbar! Das Versuchskaninchen, uhu. Als du die Wegweiser aufgestellt hast, hast du kontrolliert, ob sie ordentlich aufgestellt sind? Denn wenn sie nicht richtig aufgestellt sind, dann fallen sie beim kleinsten Windhauch um. Wenn du sagst, dass du sie ordentlich gemacht hast, dann vertraue ich dir. Ein paar Jahre zuvor hatte Stein vergessen, ein paar der Wegweiser aufzustellen und ein Dutzend Reiter sind völlig falsch geritten. Das soll dieses Jahr nicht passieren. Stein hat mir erzählt, dass er alle Hindernisse für den Wettbewerb aufgestellt hat. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Testrunde, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Möchtest du und, entschuldige, wie heißt dein Pferd? Phantom Master? Möchtest du mit Phantom Master eine Proberunde drehen? Super, viel Erfolg! Natürlich, zum Glück gibt es nur 15 XP fürs Pferd, denn... Phantom Master ist nun mal schon ausgelevelt, deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Die paar XP, die können sie sich auch sparen. Okay, das Senden machen wir natürlich nochmal.
So, Hinweisschilder, ich sehe sie. Und wo kommen plötzlich die Hindernisse her? Aber ich finde tatsächlich dieses in Rot und so lachsfarben, kann man da lachsfarben zu sagen? Schon, ne? Es ist nicht so richtig rosa, finde ich, die Blumen. Sondern wirklich mehr so Richtung Lachshautfarben irgendwie. Aber diese Farbkombi finde ich sehr schön. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut irgendwie. Total harmonisch. Na los, jetzt bin ich gegen den Zaun gelaufen. Nein. Wie kann denn das sein? Und so viel Zeit ist hier noch nicht mal. Okay, hier entlang. Und dann haben wir es bestimmt auch schon gleich geschafft. Weil da vorne hören ja schon die Hinweisschilder auf. Und dann müssten wir bestimmt wieder direkt auf den Weg zurückkommen. Zum Jorvik-Stall. Achtung, Friese. Und Achtung, Fjordi. Und in irgendjemanden springe ich jetzt da gerade rein. So halbwegs zumindest. Aber es ist nochmal gut gegangen. Und die Lipizzaner steigen wieder hier. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Ist aber eine sehr, sehr süße kleine Runde. Okay, wir haben es geschafft, Johanna. Sieht alles gut aus. Ist alles gut gegangen. Ich habe dich und Phantom Master durch den Zaun stürmen sehen. Was? Sie hat gesehen, dass wir gegen den Zaun geritten sind? Schade, ich dachte, das fällt nicht auf. Wenn du es nochmals versuchen willst und vielleicht sogar die Schnellste werden möchtest, kannst du gerne wiederkommen. Die Strecke ist die ganze Woche geöffnet. Oh, danke schön. Das werde ich bestimmt hundertprozentig nochmal machen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Maybe.